begon ik een speciaals interview met hem reeds te voeren. Kijk in de Schweiz zwar op die bij de mannen, maar bij de vrouwen hebben we dat nog niet gekend. Een spelerin die entscheidet voor ihr tweede land te spelen, voor Brazilië. Wie schwer is Ihnen die Entscheid gefallen? Es ist mir sehr schwer gefallen. Also, ich denke jetzt mal eben, vor allem für mich als Person, die jetzt hier in der Schweiz aufgewachsen ist, geboren ist, mich als Person haben können entwickeln, ist die Entscheidung sehr schwierig gefallen. Weil eben, ich habe mega lange müssen überlegen, auch für mich selber. Und ja, halt einfach gewisse Faktoren haben dann doch für mich eine größere Rolle gespielt, als ich mich dann dafür entschieden habe. Man muss aber sagen, Sie haben ja gerade ein riesiges Erfolgserlebnis in der Schweiz. Sie haben das Rennen mit 4 Mitkonkurrenten gewonnen, um den 3. Platz mehr oder weniger. Denken Sie, in Brasilien ist die Chance da auch, unter die ersten 3 Goalies zu kommen? Ich denke jetzt mal, jetzt für den ersten Augenblick, ich weiss jetzt halt nicht, welche Nummer ich bin, aber ich kann jetzt den Vergleich machen zwischen mir und den anderen Goalies. Und ich denke jetzt sicher mal, dadurch, dass ich in der Schweiz ausgebildet worden bin, ist halt von der Goalie-Technik halt schon mal sehr gut. Und wenn ich mich jetzt direkt mit denen vergleiche, die jetzt dort rum waren, habe ich schon recht Potenzial. Ich sehe das genau gleich. Ich habe mir sogar eigentlich diese Woche mal überlegt, ob sie nicht auch für Brasilien in Frage würden kommen. Man sieht uns nie nebeneinander, sie sind den Kopf grösser als ich. Die Goalie-Frau von Brasilien im Moment Nummer 1, Barbara, ist gleich gross wie ich. Also, sie haben eigentlich schon wegen dem Vorteil und sie sind eine gute Goalie-Frau, das weiss man. Und es ist dennoch mutig, freut sie, ab jetzt regelmässig immer wieder über den Atlantik zu fliegen. Also für mich das Fliegen, ich fliege immer gerne, also, für mich spielt das keine Rolle. Also, ich habe kein Problem damit. Ich denke jetzt mal, das Fliegen ist für mich, also ist nicht ein Entscheidungspunkt gewesen, wo dagegen oder dafür gewesen ist. Aber ich denke jetzt mal eben durch das, dass ich alles miterleben kann, Erfahrung machen und dann halt eben auch den Vergleich machen, um mich auch einschätzen, um halt nachher meine Chancen für später einzuschätzen. Es ist halt wirklich halt so gewesen, dass ich denke, dass ich eher dort eben in Brasilien mehr Chancen fürs Spielen für bekomme. Jetzt frage ich ganz frech, sind Sie in Frankreich an der WM schon dabei? Kann ich nicht sagen. Also das weiss man nicht. Es ist ja so, dass der erste Goalie von Brasilien die hat jetzt eine Operation gehabt an der Hand. Man weiss gar nicht überhaupt, ob sie eben dort dabei ist. Und von der Situation her, eben, ich lebe jetzt von Tag zu Tag und ich mache mir jetzt sowieso keinen Druck.